Natascha. Du bist eine wunderbare 10% Frau. Die anderen 90%, die sind in meiner Fantasie. Natascha! Du bist meine SPD-Fee. Und bevor ich mit dir in eine Koalition gehe und endlich mal parteipolitische Ansätze sehe, da will ich, dass du dem Habeck sagst, dass zwischen uns beide kein Blatt Papier passt. The politics, meine Damen und Herren. Hey, the politics. Serdar, wo du gerade da stehst. Können wir den, ich hab, Dennis wird total sauer auf mich, weil ich habe den falschen Gang gemacht. Dir fällt gerade der Sender aus der Hose, Dennis, Alter. Boah, ich mach alles sieht falsch. Sieht süß aus. Warte, ich gehe den Gang nochmal. Warte, warte, lass uns, warte, wir gehen nochmal zurück an die Natascha-Stelle, fangen mit der Musik an, ich überspringe das Lied. Das war jetzt nicht so gut, oder? Du willst es nicht nochmal? Dann singe ich eins auf dich, okay? Wir machen es jetzt mal auf Christoph in der homosexuellen Version. Gut. Christoph, du kleiner Cicero. Ich lieb dich so. Ach komm, das ist albern. Friedrich? Ja, mein Schatz. Sprechen? Ja. Na, läuft alles sehr gut. Nur der, Christoph hatte ziemlich zu Anfang der Sendung das dänische Modell rausgehauen. Da hast du sauber durchgeschlafen, so kennen wir dich. Vielleicht jetzt, bevor die Sendung zu kurz wird, fragst du nochmal danach. Okay, das ist der Minimal Correctness. Ich frage ihn. Immer gerne mein Genghis. Warte. Christoph, ja. Du hast eben das dänische Modell erwähnt. Wow. Soll ich noch ein bisschen Abteilung Volkshochschule machen? Bitte, könntest du uns sehr ausführlich erklären, was du damit meintest? Ja. Es gab da eine Wahl, eine Parlamentswahl in Dänemark, bei der eine Sozialdemokratin, Frau Frederiksen, wenn ich den Namen richtig im Kopf habe, angetreten ist. Aber gab es nicht vorher die Wikinger auch noch? Das ja, wäre besser, aber, wenn wir also da anfangen. 1066 gab es auch noch. Und Gitte. So, ja, aber das lassen wir mal weg. Wir machen es mal kurz. 1066 gibt es auch noch. Meint, ja. Schlacht bei Hastings. Ja, kommen, so, naja. Ja, so, dänisches Modell. Dänisches Modell, also dänisches Modell heißt, dass diese Sozialdemokraten in Dänemark gesagt haben, wir sind jetzt hier hart in Migrationsfragen und auch in Sicherheitsfragen. Und siehe da, sie kam bei 25% raus und haben die Wahl gewonnen.